Ja, Freunde, was war das für ein Spiel am Samstagabend 20:30 im Fritz-Walter Stadion gegen Nürnberg? Abartig, ich hab's gefeiert, war vor Ort, Block 2.1 und mit mir auch 43.677 Zuschauer, darunter knapp 4.000 aus Nürnberg und die Stimmung war brachial, auch von Nürnberger Seite. Nürnberg war am Anfang besser im Spiel, bis in die 19. Spielminute, wo Tachi sich ein Herz nahm und ja, ihr kennt es ja alles, den Ball sowas von über die Linie drückte, aus knapp 25 Meter, brutaler Schuss an den Innenpfosten. Tachi, Glückwunsch zum ersten Tor im Lauterndress. Und nur 7 Minuten später, fast genauso schön, Puschak mit links ins rechte lange Eck, noch leicht abgefälscht, 2-0 in der 26. Spielminute. Und weil es noch nicht so schön war, in der 30. 4 Minuten später, natürlich unser Arre Vorarbeit, Flanke von Puschak auf den Kopf von Arre und wie gewohnt, Arre netzt per Kopfball ein. 3-0 in der 30. Spielminute, verrücktes Spiel. Nürnberg war besser im Spiel bis dahin. Dann haben 11 Minuten ausgereicht, dass der 1. FC Kaiserslautern 3-0 führte. Vor der Halbzeit, du dann Schleimer noch verkürzen auf 3-1 in der 37. Spielminute. Und dann war es auch schon wieder Halbzeit. Es gab noch hier und da 2-3 Chancen auf beiden Seiten, aber es blieb beim 3-1 nach 45 Minuten. In der zweiten Halbzeit wechselte dann Dirk Schuster Opoku für Raschel ein, aber Nürnberg blieb die bessere Mannschaft und das merkte auch Dirk Schuster und wechselte in der 59. Minute gleich doppelt ein. Es gab ein Debüt von Aremu, kam für Nihus und Redondo kam für den 1-0 Torschützen Tachi ins Spiel. Und in der 70. Spielminute war es auf dem Betze ruhig, denn da traf Okunuki für den 1. FC Nürnberg zum 3-2. Aber halt, nein, abseits, abseits, abseits. Das Tor wurde annulliert und es zählt nicht. Weiterhin 3-1 für die Betze. Dirk Schuster wechselte auch nochmal in der 70. Minute. Beuth kommt für Ache. Und nochmal in der 81. Minute kam nochmal Hanslik für Ritter. Am Ende passierte nicht mehr viel, bis auf die rote Karte für Nürnbergs Torhüter Matenia, der den vorbeieilenden Beuth außerhalb des 16ers von den Beinen holte. Beuth machte da noch einen schönen Lupfer, aber dieses Tor zählte dann nicht mehr. Es gab eine rote Karte, Freistoß, hat nichts mehr gebracht. Somit am Ende ein verdientes, in Anführungszeichen, vielleicht auch glückliches 3-1, denn Nürnberg war über weite Strecke die bessere Mannschaft. Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr dieses Spiel gesehen habt. Also ich sag, wenn es am Schluss 3-3 ausgeht, wären beide Seiten immer noch zufrieden. Eigentlich müsste vom Spielerischen her, hätte Nürnberg dieses Spiel auch gewinnen können. Haben sie aber nicht. Der Betze gewinnt, bleibt somit nach 3 Spielen ungeschlagen und wir befinden uns zurzeit auf Platz 6 der Tabelle. So kann es weitergehen, ihr liebe Leute. Also, schreibt es in die Kommentare, wie ihr das Spiel erlebt habt, was ihr zu dem Spiel sagt und ja, und somit sind wir auch schon wieder am Ende. Wenn euch dieses Video gefallen hat, liked und kommentiert dieses Video und wer es noch nicht gemacht hat, haut ein kostenloses Abo raus. Ich sage danke fürs Zuschauen, wir sehen uns bis zum nächsten Spiel, euer Betze Universe.